Check nochmal, dass ich jetzt auch aufnehme. Ja, er nimmt auf. Da nimmt er auch auf? Also es leuchtet rot und es steht REC. Ja, das heißt, glaube ich, dass er aufnimmt. Gut. Okay, gut. Guck mal, ob du hier bleiben darfst. Schade. Okay. Ja, aber ich mache jetzt hier wichtige Aufnahmen. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und in diesem Vlog-Video möchte ich euch einmal erzählen, was ich so alles in der letzten Zeit getrieben habe. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe nicht ganz so viele Videos hochgeladen, da waren zwar so ein, zwei Creepy Tales dabei, aber ich habe zum Beispiel kein Vlog mehr gemacht, es gab auch keine neue Folge Kassettenkind und ich habe auch keinen neuen Workshop gemacht. Der Grund dafür, warum das alles noch nicht so funktioniert hat, das erzähle ich euch gleich. Jetzt möchte ich mich zuerst einmal bei allen Abonnenten bedanken, denn ich muss sagen, in letzter Zeit sind unheimlich viele neue Abonnenten dazugekommen und darüber freue ich mich unheimlich. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich steuere so langsam auf die 500 zu. Ich weiß, das ist immer für YouTube noch nicht viel, aber für mich persönlich ist das schon ein großer Erfolg und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir demnächst auf jeden Fall die 500 voll kriegen und danach natürlich die 1000 Abonnentenhürde. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch jetzt einfach kurz erklären, warum ich bei YouTube momentan nicht ganz so aktiv war. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar habe ich, was ich ja schon mehrfach angekündigt habe, an dem Skript von Moturum Kibos geschrieben und zwar an der vierten Folge und die vierte Folge ist ja auch gleichzeitig die letzte Folge von der ersten Staffel und ich kann sie euch mal zeigen. So, das hier ist das Skript. Der Unterschied zu den anderen Folgen ist, dass Episode 4 auf jeden Fall deutlich länger ist. Ich habe viel mehr geschrieben, deswegen hat insgesamt auch das Schreiben einfach länger gedauert. Und ihr seht, am besten zeige ich das mal so, ne? Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Insgesamt hat das Skript 93 Seiten und eine weitere Besonderheit bei diesem Skript war, dass ich die Community auf Facebook, also meine Community auf Facebook, darüber habe entscheiden lassen, wie die Geschichte heißen soll. Ich hatte drei Titel zur Auswahl, drei Arbeitstitel. Ich hatte ursprünglich mich schon für einen entschieden, war aber nicht so ganz sicher, ob der wirklich passt. Und letztendlich hat sich die Community dafür entschieden. Und zwar heißt Episode 4, ich weiß nicht, ob man es gerade lesen konnte, hier Pandora. Mehr möchte ich dazu eigentlich noch nicht sagen, warum die ganze Sache Pandora heißt, weil ich möchte eigentlich gar nichts verraten, damit ihr überrascht seid, wenn ihr die Geschichte auf jeden Fall noch hört. Also diese Version, das ist jetzt noch eine Korrekturversion, das heißt, einmal habe ich das Ganze niedergeschrieben, einmal komplett ausgedruckt, dann haben Maike und ich uns das nochmal angeguckt und haben dann so ein paar Korrekturen noch gemacht, wo wir dachten, ach, den Satz kann man streichen, hier habe ich mir noch so ein paar Notizen gemacht. Und das fertige Skript liegt auch schon bei den Sprechern und Sprecherinnen. Und ja, also ich hoffe, dass sie mir zeitnah die Aufnahmen dazu liefern können. Und die freuen sich auch schon darauf. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wie gesagt, es sind 92 oder 93 Seiten Skript. Ich würde mal schätzen, ja, ist schwer zu sagen, aber ich denke mal über 40 Minuten, 45 Minuten wird dieses Hörspiel bestimmt haben. Ja, im Moment habe ich auch gar nicht so viel Neues zu erzählen. Also das war es eigentlich, womit ich mich eigentlich die meiste Zeit beschäftigt habe. Und die Schwierigkeit war, ich war einfach mit dem Abschluss der vierten Episode von der ersten Staffel einfach nie so richtig zufrieden. Ich hatte die erste Version fertig geschrieben und ich muss sagen, ich habe es mir nochmal durchgelesen und dachte mir, das passt einfach nicht und habe dann nochmal den ganzen Schluss einfach neu geschrieben. Das hat mich auch so ein bisschen aus dem Zeitplan geworfen, also ich hänge deutlich hinter dem eigentlichen Zeitplan hinterher, aber sei es drum, ist ja nicht ganz so dramatisch. Und es ist auf jeden Fall fertig und das freut mich sehr. Es ist auch für mich so ein Stück weit eine Entlastung, weil wenn man so ein Skript schreibt und man merkt, man kommt irgendwann nicht weiter,
das verfolgt einen wirklich auch bis in den Schlaf. Also ich habe Nächte gehabt, wo ich die ganze Zeit darüber nachdenken musste, wie endet das Ganze? Also was soll wirklich passieren? Und vor allem, gibt es überhaupt eine Fortsetzung? Lohnt sich das? Und ich muss sagen, auf YouTube kann man das ganz gut sehen. Da habe ich mit allen 3 Folgen so 16.000 Views. Das ist auch für YouTube nicht wahnsinnig viel. Für mich auf jeden Fall ist es eine ganze Menge. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass diese Zombie-Geschichten noch nicht ganz tot sind und dass sie immer noch gehört werden. Und es motiviert mich auch, an dieser Geschichte weiterzuarbeiten. Was jetzt genau mit einer zweiten Staffel ist, möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Was ich sicher sagen kann, dass ich auf jeden Fall an einer zweiten Staffel arbeiten werde. Aber Details und so weiter weiß ich noch nicht. Ich will erstmal die erste Staffel zu Ende bekommen. Das war auf jeden Fall die Neuigkeiten für Morturum Kibus. Was ihr noch, also wenn euch Hörspielrezensionen interessieren, ich habe ein paar neue Hörspielrezensionen auf meinem Blog. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ich werde euch natürlich die Internetseite unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinken. Da könnt ihr euch was raussuchen. Ich habe ein bisschen was über die Midnight Tales geschrieben. Dann gibt es noch eine Folge von Anomalia. Und ich arbeite auch gerade noch an einer neuen Rezension von der 9. Folge von Anomalia. Die ist jetzt vor kurzem erst erschienen. Und da habe ich schon ein Rezensionsexemplar bekommen. Ich habe sie auch schon gehört, aber wie gesagt, ich habe noch keine Zeit gehabt, es niederzuschreiben. Ich habe aber schon ein kleines Fotoshooting gemacht für meinen Blog, damit die Rezension auch so ein bisschen was hergibt. Das macht mir auch übrigens sehr viel Spaß. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich von den Leuten die CDs bekomme zum Rezensieren. Danke nochmal auf jeden Fall an dieser Stelle für alle, die mich immer mit Hörspielen versorgen. Finde ich große Klasse und ich gebe mir wirklich Mühe bei den Rezensionen. Und es tut mir wirklich leid, wenn manche so ein bisschen auf eine Rezension warten müssen. Weil ich mache das alles hier alleine und es braucht seine Zeit und ich komme halt nicht immer zu allen. Dann ist noch eine weitere Kassettenkind-Folge in Planung. Ich bin noch nicht genau sicher, welches Thema ich habe. Momentan ist mein Favorit der Räuber Hotzenplotz. Ist eine, ja, ich sag mal, ich habe natürlich als Kind das Buch gelesen und ich habe die Hörspiele gehört. Das war auf jeden Fall eine Geschichte, die mich als Kind sehr beschäftigt hat, die mir auch Spaß gemacht hat. Und das könnte wahrscheinlich das nächste Hörspiel für meine Kassettenkind-Folge sein. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht sicher. Bleibt einfach dran. Das Beste ist, wenn ihr einfach meinen Kanal abonniert und mich auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen stalkt, dann verpasst ihr keine Videos. Auf Instagram zum Beispiel lade ich sehr oft meine Neuzugänge, wenn ich also neue Hörspiele gekauft habe, hoch. Wenn euch das interessiert, einfach bei Instagram folgen. Auch da gibt es die Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch meiner Facebook-Community beitreten. Das ist eine Gruppe auf Facebook, in der ich so mal so ein bisschen von meinem Arbeitsalltag erzähle, wenn ich halt Hörspiele mache. Und ihr erfahrt auch in der Gruppe als allererstes, wenn es was Neues gibt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auch da gibt es den Link in der Videobeschreibung. Das war's auch schon wieder mit einem kleinen Vlog-Video. Dieses Mal gab es nur ein ganz kleines oder ein kurzes Vlog-Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wie gesagt, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, hört Hörspiele, habt Spaß und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dann!